Es hält relativ gut, aber. Herzlich willkommen aus dem schönen Lenzburg in der Schweiz. Wir sind Jenny und Sascha und wir sind die Swiss Bricks Builder. Wir lieben Klemmbausteine und möchten euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Heute, habt ihr vielleicht schon gesehen, geht es um Würfel. Tatsächlich nicht den Würfel hinten, sondern um diese Würfel. Ja, wieder mal Star Trek. Obwohl wir letztens gerade Jenny mit ihrem Megafon, Grammophon, nicht Megafon hatten, wir kommen noch mal hier zurück. Es war interessant zu bauen. Jenny hat den kleinen Borg Cube gebaut mit der Nummer 104170 und ich habe den großen gebaut mit 104179. Wir können hier dann gleich mal von unseren verschiedenen Erfahrungen erzählen, aber zeigen wir erst noch mal kurz die Schachtel. Wieder in das Ganze rausnehmen, es fällt wieder nach hinten raus, das Übliche. Hier die Rückseite, das Klassische. Gute Qualität, wie immer. Die Anleitungen, Jenny hatte eine, für ihren Borgwürfel eine kleine Anleitung, eine kleine, ein kleines Heftchen, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Hier die Standard Blue Bricks Pro Anleitung von Star Trek. Wirklich hervorragender Druck. Wirklich sehr gut. Man sieht immer schön die ausgegrauten Schritte. Dadurch, dass es vor allem jetzt Trans Neon Green und Schwarz ist. Ja, man kann es gut auseinanderhalten. Es ist wirklich sehr gut. Es ist wirklich sehr schön. Dann kommen wir mal zu den Würfeln selber. Ja. Hier sehen wir die Unterschiede. Der kleine Würfel hatte wie viele Teile? Ich glaube 406. Der große hatte, da kommen wir noch zu einer Besonderheit, 877 Teile. Vom Gewicht her, der war so 217 Gramm schwer. Und der hier 521 Gramm. Schlussendlich heißt das, hier haben wir 9,2 Cent pro Gramm und 4,9 Cent pro Teil. Und hier haben wir 7,66 Cent pro Gramm und 4,6 Cent pro Teil. Wie war für dich das Zusammenbauen? Also ich habe mich in erster Linie mal gefreut, dass ich ihn zusammenbauen durfte, weil ich habe einfach Hundeaugen gemacht, bis er erlaubt hat, dass ich ihn zusammenbaue. Ja, was soll ich sagen? Es sind halt 6 gleiche Seiten. Außer die untere Seite ist dann wenig anders, weil natürlich die Halterung da reinkommt, aber marginal. Ich glaube, ja. wenn man ihn anschaut, es sind, glaube ich, wirklich, darf ich kurz? Glaube ich, immer, also mindestens einmal, zweimal. Das sind fünf es gleiche sind Seiten. Immer die gleichen Seiten tatsächlich. Hier wurde es anders angemacht. Aber sonst sind es eigentlich immer die gleichen Seiten. Ja. Also es wurde genau immer gleich gebaut. Ist halt. Wobei, cool finde ich hier drin, hast du ja Neon Green. Ja, sind einfach, Trans Neon Green. Das sind einfach Platten, genau. Auf denen baust du die ganzen Kleinteile auf. Die dann diese, dieses Muster geben und eben man sieht dann durch noch die neongrünen Teile. Ich beschäftige mich oder ich möchte mich nachher auch mehr mit Beleuchtung von Klemmbausteinsets beschäftigen und
Mein Fernseher ist dann auch mal die von innen zu beleuchten, weil das mit dem Transneon sieht das echt geil aus. Also wir haben mal mit einem Lämpchen reingezündet. Das kommt recht gut, wenn man das beleuchten kann. Das ist mal noch so ein Ziel von mir. Also beim Kleinen kannst du das sicher gut machen, beim Großen, ne, ist halt anders gebaut. Ja, beim Kleinen funktioniert es vielleicht. Aber falls ich es umsetzen kann, werdet ihr sicher ein Video davon bekommen. Das Coole finde ich ja jetzt grundsätzlich, ich nehme den hier mal kurz ab. Sag mal kurz noch deinen Ständer. Also zweimal das Borg-Logo. Ich glaube, es ist eine Hand. Also sie haben es jetzt wirklich auf zwei verschiedenen Größen gemacht. Finde ich cool. Vor allem halt wirklich, du hast so viele eine Trans-Neon-Green-Teile. Also das. Ja, wir hatten es ja schon von der Klemmkraft. Also hier ist es halt dann eine Noppe, die den ganzen Cube hält. Es hält relativ gut, aber vorhin ist es mir auch schon runtergefallen vor dem Video. Und bei dir Der hält hier, das? das hält eigentlich gut, also grundsätzlich immer so, das hier ist stabil, lässt sich so bewegen, aber ansonsten sehr stabil, wirklich angenehm. Beim Bauen hier habe ich mich klein wenig gefragt, wieso sie das so gemacht haben, hier mit den Spalten, weil das, also gut, es ging schlussendlich, aber irgendwie war es ein bisschen komisch, keine Ahnung. Hier die beiden Drucke, die sie haben, also auch hier wieder in der separaten Tüte, sehr gute Qualität, keine Kratzer, ein wenig verschmiert, aber sonst wirklich sehr gut. Sieht aus wie ein QR-Code. Können wir versuchen einzuscannen, schauen, was passiert. Apropos Bauen, ich habe dich ziemlich fluchen gehört, als du das zusammengebaut hast. Ja. Was hast du davon zu berichten? Ich hab davon auch jetzt ein Timelapse-Video gemacht. Bei dem Timelapse-Video, ich musste mal eine Weile weggehen, weil das Ganze, also man sieht es jetzt nicht allzu gut. Also mittlerweile hält er eigentlich recht gut. Aber beim Zusammenbauen, das Besondere war, das sind keine ganze Platte. Also hier ist ja eine, keine Ahnung, 16 mal oder 12 mal 12 oder 16 mal 16 oder 14 mal 14 Platte. Hier hattest du irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, irgendwie 6 mal 14 Platte, zwei Stück und auch eine 2 mal 14 Platte dazwischen. Und dann hast du dazwischen, also hast du die eigentlich parallel nochmal mit 2, 4, 2 mal 14 und noch eine einmal, keine Ahnung, 10 Platte verstärkt, dass das zusammenhält. Und ich muss zugeben, ich kenne mich jetzt mit den, ich sage jetzt mal, gewissen Reaktionen, wenn du gewisse Platten zusammensteckst, was passiert so vom Verbiegen her, also ich kenne mich da nicht so aus. Jedenfalls haben sich die Platten dann immer mehr so nach außen gebogen. Also es war wirklich, wirklich schlimm. Ich habe es dann versucht zusammenzubauen. Ich war wirklich mal kurz dabei, einfach zu sagen, keine Lust mehr. Ich mache den Scheiß nicht mehr mit. Grundsätzlich. Kann man das in Serie bauen? Also sind die Seiten unterschiedlich oder sind sie alle gleich? Nein, die Seiten sind unterschiedlich. Also jede Seite ist für sich genommen einzigartig. Also hier siehst du die bekannte Seite. Ja, tatsächlich bekannt, weil hier ist noch der Borg-Kubus, nicht der Kubus, der Borg-Sphäre, wo auch die Königin zum Beispiel drauf reist oder drin reist. Und jede Seite ist für sich selber was Eigenes. Was schon mal cool ist, also es ist nicht langweilig, dass du immer die gleiche Seite machen musst, was hier wirklich der Tod wäre. Aber trotzdem, beim Bauspaß stelle ich mir was anderes vor. Gut, selber schuld, war absehbar, dass es jetzt wirklich sehr rudimentär ist, dass du hier wirklich die kleinen Teile einfach ranbaust. Aber bei, ich sag jetzt mal, wenn es dann plötzlich mal heißt, ja, bau hier, keine Ahnung. Wie lange hast du denn gebaut? Ich habe einen Abend gebraucht mit mal Verschnaufspause. Da hatte ich etwa, ich sage jetzt mal, 2 Stunden. Nur.
Etwa, ja. Aber weißt du, dann heißt plötzlich irgendwie so, ein Teil von denen, fünfmal das, fünfmal jenes, einmal dieses, nochmal irgendwie noch eine Einerstange, dann... Also das war bei dem auch so, man hat pro Schritt immer relativ viele Teile verbaut. Wenn man nicht konzentriert daran gebaut hat, hat man mal was verpasst, aber man merkt es wahnsinnig schnell, weil man es ja schon viermal gebaut hat. Also ich für meinen Teil würde sagen, es haben Teile gefehlt, aber es ist auch möglich, dass ich was falsch gebaut habe. Aber tatsächlich bei der letzten Platte hatte ich dann das Gefühl, jetzt fehlt was. Okay. Also mindestens eine Stange, bei der bin ich ziemlich sicher, dass ich die nicht falsch verbaut habe, weil die Stangen doch relativ... Weil die immer solche Halter haben, wo man sie reindrückt, ja. Und, naja, ansonsten, ich habe es dann irgendwie weggenommen, habe was anderes drauf gebaut. Also es gab ein paar Bauschritte oder Verbauungen, wo ich dachte, das hätte man auch anders machen können, damit es irgendwie, damit du weniger Teile verbauen musst. Ich habe aber das meiste war wirklich halt einmal Zweier oder Einer Teile und je nachdem halt noch ein einmal Zwei mal Eins, also so um die Ecke rum. Also es war wirklich, aber es war langweilig. Es war wirklich, wirklich langweilig. Das ist eigentlich das Gegenteil von hier, weil hier fehlt, also aus meiner Sicht fehlt hier einfach ein Teil. Das haben sie sich gespart, weil diese Stange drüber ist. Das sieht man nicht, dass da das Transclear nicht bedeckt ist. Aber irgendwie fand ich es schade, dass da einfach eine Noppe von Transclear nicht bedeckt wurde. Also eben, es ist von diesem Stab bedeckt. Aber diese vier oder sechs Teile hätte man jetzt auch noch irgendwie reinnehmen können. Also hier grundsätzlich Teile waren hier noch einiges vorrätig. Hier die kleinen, man sieht einiges an Grün da, Schwarz logischerweise und so weiter und so fort. Und dann, damit ich es gescheit bauen konnte. Ja, es gibt Leute, die können das ohne weiteres. Das sind wahrscheinlich erfahrenere Bauer als ich. Das habe ich alles nicht verbaut. Das hat dann nochmal irgendwie um die fast 40 Gramm eingespart und ja, 10 Teile. Aber es hält auch ohne diese Teile. Es hält dann hervorragend, also eben, man kann es jetzt gut nehmen, also ich würde es nicht damit jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal würfeln. Kriegt der Sterne spielen? Nein. Falsches Uni. Ich höre auf mit euch, das macht keinen Spaß. Jedenfalls, als ich dachte, die Enterprise D, die mittlere, sei Frust, nein, das ist schlimmer. Wobei. Also Kaufempfehlung oder nein, nicht? Nein. Die hier denke ich so, wie ich war ja auch anwesend, als du die gebaut hast, du hattest ja eigentlich so weit Spaß. Das Teil, da musst du einfach, wenn du das haben willst, okay, aber du musst einfach durchbeißen. Ansonsten, wenn du Abwechslung willst oder sonst was, vergiss es. Apropos durchbeißen. Falls ihr bis hierhin gesehen, unser Video geschaut hat, Hashtag The Cubes. Ja, ansonsten kann ich da jetzt nichts mehr groß sagen. Von dem her, wäre es das für heute gewesen. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.